Hallöchen, ihr Lieben. Es ist Montag, schon wieder eine neue Woche hat angefangen. Upsala. Und die Kinder sind in der Schule und ich habe hier gerade ein bisschen die Küche aufgeräumt. Wie das so immer ist, es ist jetzt eigentlich schon Mittagszeit. Vorher habe ich den ganzen Vormittag eigentlich nur am Telefon gehangen. Ich wollte euch ja auf dem Laufenden halten, wie es gesundheittechnisch geht. Ja, wie geht es? Es ist so, nicht so besonders, aber naja, geht einigermaßen. Es sollte ja eine Therapie angefangen werden mit so einem Anti-Mund-Gedöns, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, das Doofe ist eben, dass die aus Hamburg noch nichts hierher rübergeschickt haben. Ich habe heute meinen Hausarzt angerufen. Nee, als erstes hat er angerufen, wegen Blutwerte. Die Blutwerte sind ein Wert, es geht stetig, aber ziemlich langsam zurück. Und der andere ist, ich glaube, gleichbleibend gerade. Vorher war auch nur ganz gering runtergegangen. Also die Blutwerte sind nicht so besonders, aber es war auch nicht anders zu erwarten. Die haben mich einfach aus dem Krankenhaus in Mai definitiv viel zu früh entlassen. Ne? Also das war einfach noch nicht so weit. Ich hatte Schmerzen. Ich habe auch seit Mai dauerhaft Schmerzen. Mal ist der Pegel höher, mal ist es niedriger. Je nachdem wie es, ne? Also eben auch alles tagesformabhängig. Ja, dann habe ich meinen Internisten angerufen. Also der Arzt hier, mein Hausarzt, meinte, sie können die Therapie nicht anfangen. Das muss ein Spezialist machen. Habe ich beim Internisten endlich mal durchgekommen, bin ich da. Ich habe ja letzte Woche schon versucht. Ist aber noch nichts da. Es sind keine Anweisungen, kein Arztbrief aus Hamburg, aus Eppendorf, noch nichts. Dann habe ich in Hamburg angerufen, Leute. Ich hing, glaube ich, mindestens insgesamt 20 Minuten in der Warteschleife, erstmal bis man überhaupt durchkommt, dann wurde ich weiter durchgestellt und da, ich dachte schon, ich werde noch und dann noch so eine blöde Musik. Ja, bin ich dann durchgekommen, die Frau am Telefon war auch total nett, also die sind eigentlich alle sehr nett und sie meinte, ja, der Brief ist fertig, also geschrieben, aber noch nicht abgeschlossen und so kann man ihn nicht abschicken. Alles klar. Aber jetzt leitet sie das in die Wege, damit meine Ärzte das bekommen. Ich habe auch extra nochmal Faxnummern durchgegeben. Weil auf Postweg dauert das wieder ewig und ein bisschen. Ne? Und ich kann ja viel erzählen, aber ohne genaue Anweisungen können meine Ärzte halt das nicht machen. So. Was jetzt genau gemacht wird, wann was gemacht wird, weiß ich nicht. Die beim Internisten meinten, wenn die Unterlagen da sind, wird schon der Arzt Bescheid sagen und wir werden sie dann hierher bestellen. Ja, das kann sich jetzt nur noch um Jahre handeln, glaube ich. Ja, ich habe jetzt hier schon ein bisschen rumgewuselt und jetzt gucke ich mir die Prospekte an. Heute werde ich nicht einkaufen fahren, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, keinen Nerv mehr dazu. Aber morgen habe ich mit Raphael Termin an der Stadt. Wieder mal beim Kieferorthopäden, der muss ja alle 6 bis 8 Wochen hin. Und dann werden wir auch gleich einkaufen gehen. Mal gucken, vielleicht nehme ich auch Isabel mit. Je nachdem muss ich heute mit den Kindern noch besprechen, wie die das so sehen. Und je nachdem, ob die morgen Fahrstunde hat oder nicht. Ja, heute haben die Kinder lange Schule. Isabel hat 8 Stunden, Raphael der Arme hat 9 Stunden. Das heißt, die kommen ziemlich spät. Ich muss auch kein Mittagessen machen. Ich habe gestern Schmandsuppe gekocht. Die findet ihr im Video Nummer 150. Habe ich jetzt nicht neues Video gedreht, weil da habe ich schon, glaube ich, 2-mal gezeigt in der Zeit oder sogar noch mehr. Guckt euch ein altes Video, also 150 ist das dann... Seht ihr, wie ich die gemacht habe? Auf jeden Fall wärme ich mir jetzt einfach nur die Suppe auf. Und dann mache ich hier weiter. Und irgendwas muss ich noch zum Abendessen machen. Ich habe aber noch keine Ahnung, was. Bitte schön.
So, ihr Lieben, ich habe jetzt ein bisschen Haushalt gemacht. Ich hatte jetzt ein bisschen auch was aufzuholen, denn ja, nach dem Mittagessen habe ich mich kurz hingelegt und... Bist eingeschlafen. Genau. Zack, war ich weg. Hi. Christian hilft mir gerade ein bisschen, der macht Kartoffelschälen und ich mache Hähnchenkeulen. Heute gibt es Hähnchenkeulen aus dem Ofen mit Kartoffelspalten, auch aus dem Ofen. Und dazu mache ich einfach mal Gemüsesoße. Und ich überlege gerade, vielleicht koche ich irgendwas auch an Gemüse, aber muss eigentlich nicht unbedingt sein. Salat. Ich denke, vielleicht wird das dann eher ein Salat sein. Ja, und wie ich die Hähnchenkeulen mache, also ich will die erstmal ein bisschen marinieren, bevor sie in den Ofen kommen, das zeige ich euch einfach mal. Ist auch kein besonderes Kunststück. Ich habe hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück Hähnchenkeulen liegen. Habe ich aufgetaut. Jetzt gebe ich ein bisschen Öl einfach mal in die Schüssel rein. Und dann geht es hier los. Wir nehmen Salz. Und zwar doch schon ein bisschen, denke ich mal, so mindestens einen Teelöffel. Dann nehmen wir Pfeffer. Dann nehmen wir einfach Paprika. Ich habe jetzt nicht mehr so viel, deswegen zack, alles reinhauen. Ich muss das gleich einfach mal auffüllen. Ne? Vielleicht muss ich sogar noch ein bisschen was reintun. Und ich nehme ein bisschen Chili. Zack. Was war das denn jetzt? Wieso ist das hier jetzt drin? Was? Muss ich mal gucken, was da jetzt los ist. Auf jeden Fall ein bisschen Chili. Und ein bisschen Dill nehme ich einfach mal. So, das Ganze verrühre ich jetzt einfach mal. Einpinseln oder wälzen? Auf jeden Fall, die erste kann man natürlich sehr gut. Ich mache das alles einfach mit den Händen. Zack. Und mit dem in den ganzen Zeugs einfach mal beschmieren. Ne? Also damit überall drauf ist. Damit überall diese Mischung drauf ist. Und dann lasse ich jetzt erstmal ein paar Minütchen liegen, bis die Kartoffeln, obwohl kann man vielleicht vorher schon mal in den Ofen geben. Kartoffeln brauchen vielleicht ein bisschen weniger als die Keulen. Ja, jetzt habe ich überall die Marinade hier drauf. Und das lasse ich jetzt kurz so stehen. So, und jetzt kümmere ich mich auch um die Kartoffeln. Da gebe ich auch nur ein bisschen Öl, wirklich nur ein bisschen. Obwohl, wenn man Bratkartoffeln macht oder so, dann gibt es deutlich mehr Öl. Dann auch hier Salz. Und dann gebe ich Rosmarin rein. Frischer wäre natürlich schöner, aber habe ich jetzt nicht. Und ein bisschen Dill. Und auch Pfeffer, wo ist der denn jetzt hier? Auch das ein bisschen umrühren. Und jetzt muss ich die Kartoffeln einfach mal schneiden. Und zwar in so Spalten. Einfach mal vierteln, die nicht ganz so breit sind. Die etwas breiteren, die werden dann, denke ich mal, ein bisschen mehr geschnitten. Und dann mache ich einfach mal den Deckel drauf und schüttel das Ganze. Und fertig. Alles ist schön mit der Marinade bedeckt. Ja, und jetzt muss ich nur noch den Backofen anschmeißen. Dann heizt erstmal vor und ich werde mich um die
Gemüsesoße kümmern. Und dafür nehmen wir eigentlich nur ein paar Sachen. Das kennt ihr eigentlich auch schon. Es ist hier eine Zwiebel, eine Zehe Knoblauch, eine halbe Paprika, zwei kleine Möhren. Und ich nehme diesmal eine Stange Sellerie dazu. Und das Ganze werde ich einfach nur grob schneiden und dann wird das kurz angebraten und geschmort. Also wie gesagt, heute ist nichts Besonderes, kein großes Kunststück, was Abendessen angeht. Ich habe jetzt einfach das genommen, ne, Hähnchenkeulen, was im Gefrierschrank ist. Bin nicht extra jetzt irgendwie einkaufen gefahren, weil ich morgen eh unterwegs bin mit Raffi. Dann kann ich morgen einkaufen. Alles einfach mal schneiden. So, und gebe da ein bisschen Öl rein. Und stelle an. Ich mache die Soße nachher ein bisschen tomatig, denke ich. Das heißt, da kommt jetzt einfach nur noch passierte Tomaten oder stückige Tomaten. Muss ich gucken, was da ist. Und dann darf das Ganze erstmal kurz anbraten. Erstmal die Zwiebeln. Ich überlege gerade, ob ich das nicht lieber auf die andere Platte gebe. Die ist ein bisschen größer. Besser ist es, denke ich. Ja, das wird jetzt alles angebraten und dann geht das dann weiter. Aber so, solche Soße habe ich schon ganz oft gemacht, wird aber immer wieder gefragt, auch auf Facebook. Deswegen denke ich mal, zeige ich es nochmal. Ich denke, manche wollen einfach nicht irgendwie gucken, was in den alten Videos von mir ist, was eigentlich schade ist. Naja. Erstmal anbraten und dann gucken wir weiter. So, es zischt, brutzelt schon ein bisschen an. Und ich habe jetzt hier Backpapier auf Fläche verteilt. Einmal hier, dann an der anderen. Und ich gebe jetzt einfach das Ganze hier, was wir fertig mariniert haben, einfach mal drauf. Und, Momentchen. Hier habe ich einen Pinsel. Hier ist noch ein bisschen von dem Gemisch drin. Das pinsel ich jetzt einfach mal noch auf die Keulen drauf. Und die kommen in den Backofen, bis die fertig sind. Das muss man halt gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ich denke mal mindestens 40 Minuten. Und dann kommen auch die Kartoffeln. Kommen auch die Kartoffeln dran. Und die gebe ich jetzt einfach mal so zack rein. Und verteile ich hier auf dem Blech ganz gut. Man kann natürlich noch ein bisschen Paprika drüber geben. Überlege ich gerade, ob ich Paprika noch dazu nehme. Gut machen. Ein bisschen Paprika noch drauf verteilen. Dann haben die nachher noch eine schönere Farbe. Und die kommen auch gleich in den Ofen. Ich gebe jetzt in die Soße einfach mal noch Tomaten. Feingehackte. Spüle die Dose mit Wasser aus und gebe hier noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Und ein bisschen Salz. Alles andere kommt später. Und Deckel drauf. Hitze reduzieren und schmoren lassen. Mehr ist nicht. Dann habe ich heute meinen Mann vorhin angerufen und habe ihn gebeten, bei Norma was einzukaufen, weil Norma liegt leider nicht da, wo wir
oft unterwegs sind. Ne? Also für mich wären das 11 Kilometer oder 12 Extrafahrt in eine andere Richtung, also nach Dahlenburg. Ne? Und er fährt aber fast durch Dahlenburg. Also für ihn wären es nur, ich glaube, 2 Kilometer Umweg, so ein Hackenfahren. Ne? Also habe ich ihn gebeten, mal da vorbeizufahren und habe ihm ein paar Sachen abfotografiert aus dem Prospekt, den ich mir vorhin angeguckt habe, und ihm gebeten, die zu kaufen. Und jetzt bin ich gespannt, was er gekauft hat. So, ich sehe, auf jeden Fall hat er Flakes gekauft und gleich 2 Packungen, ne? Also einmal die hier, einmal die. Das essen die Kinder und er eben sehr, sehr gerne. Dann hat er Butter gekauft, die habe ich auch geschickt, dass er die kaufen soll. Dann hat er auf jeden Fall das gekauft, worum ich ihn gebeten habe, also Sonnenblumenkerne. Gab es diese XXL-Packungen für 2,24, glaube ich, und dann genauso Kürbiskerne, weil ja, das Kürbiskernbrot mit frischen Kürbis drin ist einfach nur genial gewesen. Genau, dann habe ich ihn noch gebeten um Butterschmalz. Das hat er mitgebracht. Batterien waren jetzt seine Idee, der hat er selber gekauft. Und was ich noch ihn gebeten habe zu kaufen, war Bettwäsche. Unsere Bettwäsche ist schon ziemlich alt und nicht mehr so schön. Also hat er jetzt für unser Bett zweimal, ne, wir sind ja 2 Leute, so die Bettwäsche gekauft. 2-mal das gleiche Set. Ist sehr schön, finde ich. Werde ich waschen und dann werde ich das beim nächsten Mal, denke ich, auf unser Bett drauf machen. Und dann hat er, ich glaube, das ist jetzt aber für Isabel. Genau, das ist für Isabels Bett. Auch so ein Feinbiber, Teddy Flausch. Spannbetttuch, weil Isabel hat ja ein großes Bett, ne? Ich glaube 1,40 mal 2. Und das, dafür hat er jetzt den Bettlaken gekauft. Und ich habe noch gesagt, Getränke, Wasser auf jeden Fall. Ich denke mal, Wasser hat er gekauft. Wird bestimmt hinten geblieben sein. Ja, das war jetzt mini Norma Hall. Aber er hat wirklich, ich habe ihm noch geschickt, der sollte mir da diese Komfort-BHs kaufen. Leider waren keine mehr da. Alles ausverkauft. Also heute gerade erst reingekommen, ne, und gleich vergriffen oder vielleicht einfach gar nicht so viel dabei gewesen. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Also auf jeden Fall hat er jetzt das, was ich ihm gesagt habe, auch gekauft. Hat den Auftrag fast zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Ja, und hier geht es nachher weiter, wenn die Soße, also das Gemüse in der Soße gar gekocht ist, ne? Dann alles andere ist schon im Backofen, also sehen wir uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde, es geht hier weiter mit der Soße. Das Gemüse, ist jetzt durch. Und das heißt, ich muss das Ganze pürieren. So, und jetzt packe ich wie immer entweder Schmand oder jetzt hier Creme Légère. Ihr könnt natürlich auch Sahne nehmen. Und dann habe ich hier Kirschtomaten und Chili. Frischkäse und davon gebe ich auch was rein. Und weiter pürieren. Ich habe jetzt doch einen kleinen Tropfen Wasser noch dazu getan. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen würzen. Das heißt, wir geben noch ein bisschen Salz rein. Dann habe ich hier Basilikum. Andere Seite ist besser. Okay, alle. Und ein bisschen Dill. Und Pfeffer.
Und das Ganze mixe ich nochmal durch. Ja, und dann stelle ich das Ganze einfach wieder auf den Herd, auf richtig niedrige Hitze und lasse das ein bisschen aufkochen. Salat habe ich auch schon fertig. Habe auch ein bisschen noch was aus dem Garten geholt. Und jetzt muss ich gucken, was die Keulen machen. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Wir gucken mal, ob die schon durch sind. Ein bisschen können wir noch. Mal gucken, was die Keulen machen. Ich mache jetzt die Kartoffeln rein. Ich tausche mal die Plätze einfach mal. Ich bepinsel jetzt einfach mit diesem Saft von den Keulen nochmal die Keulen oben. Und das Ganze kommt noch kurz in den Backofen. Ja, und dann ist es auch fertig. Lange dauert es nicht mehr. So. Und so sieht das aus. Nichts Spektakuläres, aber super lecker. So, ihr Lieben. Das Essen ist fertig. Isabel ist unterwegs zur Fahrschule. Sie wird nachher essen. Aber die Jungs sind alle da. Also habe ich schon den Tisch gedeckt und wir werden jetzt einfach mal essen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, abonnieren, wer mag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.